Hallo, liebe Zuhörer, ich bin Felix und ich quatsche euch jetzt quasi vor die Lesung von Wolfgang Holbein in Sieke. Das hat eigentlich nur einen einfachen Grund, denn leider versteht man die Fragen der Zuhörer und Zuschauer nicht besonders gut. Diese habe ich nachvertont, also nicht wundern. Nicht ich habe diese ganzen Fragen gestellt, sondern mehrere verschiedene Leute in Sieke bei namenlosen Tagen. Ja, dann bleibt auch nur noch eines. Viel Spaß mit Wolfgang Holbein. Also keine Angst, anderthalb Stunden werde ich nicht lesen. Ungefähr 40 Minuten. Und alle, die ich damit nicht einschläfern oder in die Flucht jagen kann, die dürfen mir dann gerne Fragen stellen. Bis auf die, wie das Buch aufhört und was ich dran verdiene, beantworte ich alle. Ja, vorab vielleicht, wurde ja gerade schon gesagt, Fantasy-Autor, deswegen lese ich heute aus dem Krimi. Also der eine oder andere hat ja vielleicht schon mal ein Buch von mir gelesen und eigentlich habe ich hauptsächlich fantastische Stoffe bisher verarbeitet. Also die ganze Spannbreite eigentlich von der klassischen Fantasy über Horror bis Science Fiction. Und vor ungefähr, ja mittlerweile schon 3 Jahren, saß ich nachts vor dem Fernseher und ich schalte nachts, also ich brauche immer einen Fernseher oder Radio, irgendwas muss immer laufen bei mir. Und schalte da gerne Doku-Kanäle ein, also Discovery oder was es da gibt, und sah eine Dokumentation der BBC über den ersten, zumindest den ersten bekannt gewordenen amerikanischen Massenmörder. Und das war so schräg, was ich da gesehen habe, dass ich dachte, das kann nicht stimmen. Die BBC ist übrigens dafür berüchtigt, dass sie gerne mal so kleine Fake-Dokus machen. Also ich habe auch schon richtig tolle Filme bei denen gesehen, in denen eine Meerjungfrau gefangen wurde oder ein eingefrorener Tyrannosaurus Rex seziert. Die machen das so gut und ich dachte, das geht in die Richtung. Hab dann aber recherchiert und festgestellt, nein, die Geschichte ist wahr. Also diesen Menschen, diesen Herman Webster Mudgett, hat es wirklich gegeben. Und das war mein erster Aha-Moment. Ich dachte aber, das ist bei der super Geschichte, gibt es garantiert 1000 Bücher, zumindest in Amerika. Nein, gab es auch nicht. Ich verstehe es bis heute nicht, weil das ein wahnsinnig spannender Stoff ist, auch für Autoren. Und habe dann weiter recherchiert, soweit ich das konnte, allzu viel ist nicht bekannt. Dann ist eben der Roman herausgekommen. Ich werde Ihnen jetzt 2 Kapitel vorlesen und wie gesagt, bis auf die berühmten 2 Fragen können Sie mir alle stellen. Fangen an mit einer Szene aus seiner Jugend. Die spielt in Gilmanton, New Hampshire, 1865. Hermanns erste Begegnung mit dem Tod fand auf den Tag genau eine Woche nach seinem 5. Geburtstag statt. Und das unter eher unerwarteten, auf jeden Fall, aber höchst außergewöhnlichen Umständen, so wie es für den Rest seines Lebens bezeichnet bleiben sollte. Er rannte um sein Leben. Vielleicht nicht wirklich. Die beiden Burschen, die hinter ihm her waren, würden ihn vermutlich nicht umbringen, wenigstens nicht absichtlich. Aber für einen 5-Jährigen, der von 2 fast doppelt so alten Jungen gehetzt wurde, machte das nicht wirklich einen Unterschied. Seine Lungen brannten, als versuche er gemahlenes Glas zu atmen. Seine Muskeln verkrampften sich bei jedem Schritt ein bisschen mehr. Und es war, als würden ihm glühende Nadeln in die Seite getrieben, jedes Mal, wenn er Luft holte. Er rannte trotzdem weiter, grimmig, entschlossen, erst dann anzuhalten, wenn er seine Verfolger abgeschüttelt hatte, oder einfach weiter zu rennen, bis sein Herz platzte und er tot umfiel. Das Geräusch der Kirchenglocke rief die letzten Nachzügler zum Sonntagsgebet, zu denen auch seine Eltern erscheinen würden. Es erfüllte ihn für einen Moment mit neuer, verzweifelter Hoffnung, doch sein Verstand sagte ihm auch, dass sich Reverend Folsoms kleine Methodistenkirche schließlich am anderen Ende der Stadt befand und er nicht einmal den Hauch einer Chance hatte, sie zu erreichen. Er versuchte es trotzdem und, als wäre die mahnende Stimme der Vernunft noch nicht schlimm genug, erscholl hinter ihm ein triumphierendes Heulen, unmittelbar gefolgt vom Getrappel schneller, harter Schritte. Hermann rannte seinerseits noch einmal schneller oder versuchte es wenigstens, sah über die Schulter zurück und erkannte gerade noch einen seiner Verfolger, der um die Ecke bog. In diesem Moment verfing sich seine Schuhspitze und die Schuhsohle riss mit einem Geräusch ab, als würde ihm die Fußsohle vom Fleisch gefetzt. Und zumindest in diesem Moment schien es auch genauso weh zu tun. Hermann verlor das Gleichgewicht und schlug der Länge nach hin,
wobei er sich nicht nur Handflächen und Wange blutig scheuerte, sondern sich auch noch die Hose zerriss. Er verlor nicht wirklich das Bewusstsein, dazu war er nicht einmal annähernd hart genug gefallen, aber für einen Moment stürzte er in einen Abgrund, in dem kein Platz für andere Sinneseindrücke mehr war. Als er nach einer gefühlten Ewigkeit wieder mehr als rote Schlieren und bunte Blitze sah, starrte er auf ein paar grobe Arbeitsschuhe, das unmittelbar vor seinem Gesicht aus dem Matsch der Straße wuchs. So voller Schlamm, wie sie waren, und in naher Zukunft möglicherweise mit seinem Blut, kamen sie Hermann in diesem Moment schrecklicher vor als alles, was er jemals gesehen hatte. Allerdings nur so lange, bis er den Kopf hob und direkt in Matthews breites Grinsen hinaufsah. Vielleicht war es auch Frank, so aufgeregt und verstört und verängstigt, wie er war, vermochte Hermann diesen Unterschied nicht mehr zu erkennen. Matthew nahm ihm die Entscheidung ab, indem er sich an seinen Kumpan wandte, der sich lautstark hinter Hermann aufgebaut hatte. »Siehst du, ich hab dir gesagt, dass der Kleine zur Kirche zurückrennt, Frankie«, krähte er. »So dicke, wie er mit dem Reverend ist, wird er sich bestimmt hinter dem Altar verkriechen wollen.« Er versetzte Hermann einen derben Stoß mit der Schuhspitze, der nicht einmal besonders wehtat, ihm in seiner Angst aber trotzdem ein leises Wimmern abnötigte, und Frank antwortete im gleichen, gehässigen Ton, »Wenn wir mit dem fertig sind, dann passt er sogar unter den Altar, da wette ich drauf.« »Aber ich habe doch nur«, wimmerte Hermann und brach mitten im Satz wieder ab, als Matthew ihm einen zweiten und jetzt schon deutlich härteren Tritt versetzte. »Ist mir egal, was du wolltest«, fauchte Matthew. »Wir mögen's hier gar nicht, wenn sich einer aufspielt. Hast du das verstanden?« Als Hermann nicht sofort antwortete, zerrte er ihn mit nur einer Hand so mühelos in die Höhe, als würge er nicht mehr als eine junge Katze. Er schüttelte ihn ein paar Mal wie eine ebensolche und schlug ihm dann mit der flachen Hand ins Gesicht. »Ob du mich verstanden hast?« Hermann hob schluchzend die Hände vor das Gesicht und versuchte vergeblich, die Tränen zurückzuhalten. Mindestens genauso groß wie seine Angst und seine Verwirrung war das damit einhergehende Gefühl der Hilflosigkeit. Er wusste ja nicht einmal genau, was er den beiden überhaupt getan hatte. Reverend Folsom hatte Matthew nach einem Bibelzitat gefragt und Hermann hatte ihm ganz automatisch verbessert, als er völlig falsch geantwortet hatte. Das war dann auch schon alles gewesen. Er hatte ganz bestimmt nicht vorgehabt, den älteren Jungen zu blamieren oder sich gar über ihn lustig zu machen, sondern rein instinktiv gehandelt. Denn wenn er zu Hause nach einer bestimmten Bibelstelle oder einem Psalm gefragt wurde und falsch antwortete, dann drohte ihm mindestens eine gehörige Gardinenpredigt, wenn nicht eine härtere Strafe. Nichts anderes als dies Matthew zu ersparen, war sein Ansinnen gewesen. Das Ergebnis war allerdings ein anderes. Ein allgemeines, schadenfrohes Gelächter und ein Blick aus Matthews schmaler werdenden Augen, dessen wahre Bedeutung Hermann erst aufgegangen war, als die Sonntagsschule endete und Matthew und sein Kumpan ihn draußen vor der Tür abpassten. Natürlich nicht direkt vor der Tür, so dumm waren nicht einmal diese beiden, sondern gerade weit genug von der Kirche entfernt, um nicht mehr von Reverend Folsom gesehen zu werden. Und sie hatten gerade lange genug gewartet, bis sich die anderen Sonntagsschüler bereits verteilt und auf den Heimweg gemacht hatten. Erst im Nachhinein hatte Hermann auf seiner verzweifelten Flucht begriffen, wie schnell sich die lärmende Kinderschar zerstreut hatte, ganz anders als sonst. Und vielleicht hatte es auch den einen oder anderen seltsamen Blick gegeben, den er viel zu spät als das interpretierte, was er wirklich war. Als er auch nach einigen wenigen Augenblicken nicht antwortete, stieß ihm Matthew die flache Hand vor die Brust, sodass er hilflos zurückstolperte und gleich wieder gefallen wäre, hätte Frank ihn nicht gefangen und ihm den Arm auf den Rücken gedreht. Dieser Schmerz war von allen bisher der schlimmste. »Anscheinend hat unser kleiner Freund uns nicht verstanden«, sagte Frank, »oder kannst du nur in Bibelversen reden und dich wichtig machen?« Matthew lachte schrill. Dabei war etwas in seinen Augen, das von diesem Lachen völlig unberührt blieb und eine eisige Kälte ausstrahlte. Er hatte die Hände zu Fäusten geballt und Hermanns Herz machte einen weiteren, erschrockenen Satz in seiner Brust, als er sah, dass die dunklen Flecken auf seinen Knöcheln kein Schmutz waren, sondern Hornhaut. Dieser Junge schlug oft und gerne mit seinen Fäusten zu. Und überhaupt war Hermann plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob Junge die richtige Bedeutung war. Er mochte gerade einmal 10 oder vielleicht 11 Jahre alt sein, aber trotzdem schon lange kein Kind mehr, sondern etwas anderes, etwas Böses.
vielleicht vom Tag seiner Geburt an. Und etwas Sonderbares geschah, dass Hermann in seiner Furcht und vor allem in diesem Moment nicht einmal bewusst registrierte, woran er aber dennoch lange und oft zurückdenken sollte, ohne jemals wirklich zu begreifen, wie sehr dieser eine Moment sein ganzes zukünftiges Leben beeinflussen sollte. Zum allerersten Mal begriff er, dass es das Böse in seiner reinen Form gab, allerdings nicht so, wie es sein Vater oder Reverend Folsen ihm gelehrt hatten. Es war keine abstrakte Macht, die hinter den Dingen lauerte und Worte, Gedanken und Taten der Menschen vergiftete, nichts Geerbtes, das vom Vater auf den Sohn und von der Mutter auf die Tochter weitergegeben wurde, und auch keine lächerliche Gestalt mit Hörnern und Schweif und Dreizack, die allenfalls dazu taugte, kleine Kinder zu erschrecken und Reverend Folsoms Beutel mit noch mehr Ablass zu füllen. Das Böse stand vor ihm. Es hatte eine Gestalt und es würde ihm wehtun, nicht, weil er ihm einen Grund dafür gegeben hätte oder es gar verdient, nicht einmal, weil es ihm Freude bereitete, sondern ganz einfach nur, weil es das konnte. Und Hermann hatte nicht die mindeste Angst dafür. Natürlich hatte er Angst. Sein Herz raste, seine Knie zitterten so sehr, dass er wahrscheinlich gestürzt wäre, hätte Frank ihn nicht festgehalten. In seinem Mund war ein bitterer Geschmack nach Metall und etwas Warmes lief an seinen Oberschenkeln hinab. Aber es war nur die Angst vor dem, was Matthew ihm antun würde. Die Angst vor seinen Fäusten und dem Versprechen auf kommenden Schmerz. Das andere, Schlimmere, diese reine, dunkle Bosheit, die er in Matthews Augen las, das machte ihm keine Angst. Es faszinierte ihn. Unter all dieser teilnahmslosen Bosheit tief in diesen kalten Augen, die ebenso gut einer Maschine gehören konnten, die sich vergeblich bemühte, einen Menschen nachzuahmen, schien etwas zu sein, das ihn rief. Es war unheimlich, wie ein kehliges Flüstern, gerade unterhalb des überhaupt noch hörbaren oder auch das Kratzen harter Spinnenbeine am Grunde seiner Seele. Aber da war etwas Vertrautes. Etwas, das er selbst noch lange nicht war, aber um jeden Preis werden wollte. »Was glotzt du mich so an?« fauchte Matthew. »Glaubst du vielleicht, dass du damit...« Er sprach nicht weiter, sondern presste die Lippen zu einem dünnen, blutleeren Strich zusammen und etwas blitzte in seinen Augen auf, von dem Hermann annahm, dass es ihm eigentlich Angst machen sollte. Er ballte die Hände so heftig zu Fäusten, dass seine Knöchel wie trockener Reisig knackten, aber aus irgendeinem Grund schlug er nicht zu, wenigstens nicht gleich. Vielleicht nicht der Junge, wohl aber die Dunkelheit hinter seinen Augen schien etwas Vertrautes in Hermann erkannt zu haben. »Ach, lassen wir den Kleinen doch laufen«, schlug Frank mit schriller Stimme und einem bösartig glucksenden Lachen vor, das die Wahl seiner Worte Lügen strafte. »Er klappert ja jetzt schon vor Angst mit den Zähnen. Am Ende macht er sich noch in die Hose und wir sind schuld, wenn seine Mutter die Sauerei dann waschen muss.« »Ist schon passiert, wie es aussieht«, feixte Matthew, indem er Hermanns nassen Schritt fast, aber eben nur fast, und es tat trotzdem weh, behutsam mit der Schuhspitze anstupste, dabei aber auch ein übertrieben angewidertes Gesicht machte. Der Kleine hat sich in die Hose gemacht. Was für eine Schweinerei. Hermann wimmerte vor Schmerz und Scham und versuchte sich wieder besseres Wissen loszureißen, aber Frank verdrehte seinen Arm noch einmal um ein gehöriges Stück weiter, und doch, sein Herz schlug so hart, dass es wehtat. Er hatte mehr und größere Angst als je zuvor in seinem Leben und er hatte niemals zuvor so schlimme Schmerzen erlebt. Aber da war noch mehr. Ein düsteres Locken und Sehnen, dem er sich weder entziehen konnte noch wollte, und ein Hunger, der stärker war als jede Angst. »Bitte«, wimmerte er, »ich will doch nur...« Matthew schlug ihm so hart mit dem Handrücken auf den Mund, dass seine Unterlippe aufplatzte und Blut über sein Kinn lief. »Ja, ich kann mir vorstellen, was du willst«, fauchte er. »Herkommen und dich aufspielen, nur weil du ein paar Bibelzitate aufsagen kannst und deine Eltern es gut mit dem Reverend können, wie? Aber so läuft das nicht, nicht bei uns. Wir mögen hier keine Wichtigtour.« »Bitte«, wimmerte Hermann noch einmal, »ich will doch nur dein Freund sein.« Matthew riss die Augen auf, starrte ihn an und wollte irgendetwas sagen, brachte aber stattdessen nur ein seltsames Krächzen heraus und etwas Neues und ebenso Undeutbares wie Erschreckendes flackerte in seinem Blick. Dann war es fort, ausgelöscht von rasender Wut, die wie schwarzes Feuer auf seinem Gesicht explodierte. »Du willst was?« krächzte er. »Was hast du gesagt, Bibeljunge? Du willst mein Freund sein?« Und beinahe zu jedem Wort schlug er erneut zu, in Hermanns Gesicht, gegen seinen Kopf und seinen Hals, gegen seine Schläfe und die Brust.
Wenn Hermann später über diesen Moment nachdachte, dann wurde ihm klar, dass er ihn möglicherweise totgeprügelt hätte. Wäre da nicht plötzlich eine weitere Gestalt gewesen, die hinter Matthew auftauchte und irgendetwas rief, das niemand verstand, und Matthew zugleich derb auf die Knie schleuderte. Von weit her drang erneut das Läuten der Glocke und darunter hörte er in noch größerer Entfernung ausgelassenes Kinderlachen, das ihm fast obszön erschien. Dann stürzte er zum zweiten Mal in den Schlund aus Chaos und Schmerz, in dem nichts mehr Bestand hatte, nicht einmal mehr die Zeit. Aber allzu lange konnte er nicht in diesem Zustand gewesen sein. Vielleicht nur für die Dauer eines einzelnen Atemzuges oder zwei. Denn als er sich unsicher aufsetzte und das Blut wegzublinzeln versuchte, das ihm in die Augen gelaufen war, da lag Matthew noch immer auf dem Rücken. Die Gestalt, die ihn niedergeworfen hatte, stand breitbeinig und in leicht vorgebeugter, drohender Haltung über ihm. Von Frank war nichts mehr zu sehen. Wahrscheinlich war er weggelaufen, denn wie die meisten Schläger war er im Grunde seines Herzens vermutlich ein Feigling. »Was hier los ist, habe ich dich gefragt, Bursche«, sagte der Fremde in diesem Moment und offensichtlich nicht zum ersten Mal. »Was hat euch dieser Junge getan, dass ihr ihn gleich zu zweit über ihn herfallen und halb tot prügeln müsst?« Matthew antwortete irgendetwas, das Hermann aber nicht verstand. In seinen Ohren rauschte das Blut. Und das Pochen seines eigenen Herzens schien ihm in diesem Moment als das lauteste Geräusch der Welt, so dass er sich darauf konzentrierte, seinen Retter etwas genauer in Augenschein zu nehmen, schon um nicht endgültig in Panik zu geraten. Es war niemand aus der Stadt. Hermann kannte längst nicht alle Einwohner Gilmentons, aber er erkannte einen Fremden, wenn er einen sah, und dieser Mann gehörte ganz eindeutig nicht hierher. Er war sehr groß und dabei so hager, dass er dadurch noch größer wirkte. Er trug einen elegant geschnittenen, wenn auch schon leicht schäbig gewordenen Anzug und hatte so dunkles Haar, dass Hermann unwillkürlich den einen oder anderen Indianer unter seinen Vorfahren mutmaßte. Sein Gesicht konnte er nicht erkennen, denn er wandte ihm den Rücken zu, aber etwas an seiner Haltung stimmte nicht. »Willst du mir nicht antworten, Freundchen, oder hattest du die Sprache verschlagen jetzt, wo du mal keinem Schwächeren gegenüberstehst?« fuhr er Matthew an. »Was geht Sie das an?« antwortete der Junge trotzig. Er zog geräuschvoll die Nase hoch, stemmte sich auf die Ellbogen und versuchte rücklings von dem Fremden wegzukriechen, stellte seine Bemühungen aber auch sofort wieder ein, als dieser eine drohende Geste machte. »Es geht mich etwas an, weil ich es nicht mag, wenn man sich an Schwächeren vergreift,« antwortete er. »Der Junge ist doch höchstens halb so groß wie du, und du brauchst Verstärkung, um ihn zu verprügeln? Na, das nenne ich wirklich mutig.« Er beugte sich noch ein bisschen weiter vor und hob die linke Hand. »Warum versuchst du nicht mal, dich mit einem Stärkeren anzulegen, du Feigling? Komm schon, steh auf. Ich lasse dir sogar die beiden ersten Schläge, ohne mich zu wehren. Du hast mein Wort.« Matthew hütete sich, darauf zu reagieren, aber seine Augen wurden schmal, und Hermann war plötzlich ganz und gar nicht mehr sicher, dass diese Worte wirklich klug gewesen waren. Er kroch noch ein kleines Stück weiter zurück und richtete sich halb auf. Da war nicht nur eine plötzliche Spannung in Matthews Gestalt, sondern auch etwas Kleines und Schartiges, das kurz unter seiner Jacke aufgeblitzt war, etwas, das ebenso rostig und scharf wie bösartig war und dem sich Matthews Hand für einen ganz kurzen Moment nähern wollte. »Ja, warum versuchst du es nicht, Freundchen?« fragte der Fremde. »Dann hätte ich wenigstens einen Grund, um dich windelweich zu prügeln.« »Das war vielleicht noch weniger klug«, dachte Hermann. Matthews Hand bewegte sich weiter auf das Messer zu, aber dann zog er den Arm mit einem Ruck zurück und machte ein trotziges Gesicht. »Das sage ich meinem Vater«, versprach er. »Wenn er hört, dass sie mich geschlagen haben, dann bringt er sie um.« »Ja, tu das ruhig«, antwortete der Fremde. »Und wenn du schon dabei bist, dann erzähl ihm auch gleich, dass dein Freund und du gemeinsam auf einen halb so alten Jungen losgegangen seid. Ich bin ganz sicher, dass er stolz auf seinen tapferen Sohn ist.« In Matthews Augen stand nichts anderes als reine Mordlust geschrieben. Seine Hand kroch noch einmal an das Messer heran, zögerte kurz und schmiegte sich dann so fest um den Griff der Waffe, dass seine Knöchel wie kleine, runde Narben durch die Haut stachen. »Nur zu«, sagte der Fremde grimmig, »gib mir einen Grund.« Für eine Sekunde spürten sie wohl beide, dass Matthew die Herausforderung tatsächlich annehmen und im nächsten Moment aufspringen und sein Messer ziehen könnte, doch dann verstrich der gefährliche Augenblick und die Hand kroch wieder vom Messer weg. Möglicherweise hatte die Vernunft gewonnen, schließlich war der Fremde ein Erwachsener
und Matthew trotz allem nur ein Knabe von 10 oder 11 Jahren. Vielleicht war es aber auch Feigheit, doch wahrscheinlich machte das in diesem Moment keinen Unterschied. Das Messer würde heute kein Blut schmecken und das war alles, was zählte. Seltsamerweise empfand Hermann fast so etwas wie Enttäuschung, ein Gefühl, dessen er sich schämen sollte, was er aber nicht tat und was wiederum zu einem noch größeren Verwirrung führte. Matthew raffelte sich umständlich auf und funkelte den Fremden weiter verächtlich an, während er sich den Schmutz von der Hose klopfte. »Meine Hose ist zerrissen«, sagte er. »Dafür werden Sie bezahlen, Mister. Ich sag's meinem Vater.« »Ja, mein Freund«, sagte der Fremde lächelnd. »Ich bin im Hotel, falls dein Vater Probleme hat, mich zu finden.« »Die Sache ist noch nicht vorbei«, versprach Matthew. »Und das gilt auch für dich, Bibeljunge.« Damit fuhr er auf dem Absatz herum und humpelte los. Ja, und wer dieser Fremde ist und was er von Matthew Hermann will, das steht auf Seite 58. Die Sache ist tatsächlich vorbei für diesen Tag, aber zu Matthews und Franks Pech freunden sich die drei wirklich an. Mehr verrate ich davon jetzt aber nicht. Die nächste Szene spielt dann, sobald ich sie gefunden habe, heißt das. Ja, Technik. Männer und Technik kennen Sie ja, ne? Ein Knopfdruck und schon geht die Sucherei los. Hermann wird also den Tag überleben, er studiert, wird tatsächlich Arzt. Also Matthew ist wirklich Arzt geworden, wenn auch kein besonders guter. Aber später sattelt er dann um und wird Hotelier. Auch dieses Hotel hat es wirklich gegeben, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen. Aber jetzt lernen wir ihn erst einmal 30 Jahre später und einen blutigen Finger später kennen. Chicago, Illinois, 1893. Am Ende ist es doch auch nur Fleisch, sagte der große Mann mit dem sorgsam gezwirbelten Schnurrbart. Dann schwang er das Schlachterbeil mit solcher Vehemenz, dass es mit einem Zischen durch die Luft fuhr, ohne spürbaren Widerstand durch Haut, Fleisch und Knochen schnitt und sich tief ins schwarze Holz der Tischplatte grub. Der kleine Finger, die Hälfte des Ring und auch noch die Kuppe des Mittelfingers flogen in unterschiedlichen Richtungen davon. Der Schlächter zog sein Werkzeug mit einem Ruck wieder zurück und ein dünner, aber kräftiger Strahl hellen Blutes schoss aus den Stümpfen wie aus einem zerrissenen Druckschlauch. Er traf die Lederschürze des Bärtigen und zerspritzte zu Hunderten winziger Tröpfchen. Einige davon besudelten die Wange des Mannes, woraufhin dieser zurückwich und sich angeekelt mit beiden Händen durch das Gesicht fuhr. Erschrocken wie er war, vergaß er in seiner Hast das Schlachterbeil und die Schneide, so scharf wie ein Barbiermesser, kappte nicht nur die Spitze seines Schnurrbartes, sondern hinterließ auch eine heftig blutende Wunde in seiner Wange. Sein ebenso schmerzerfülltes wie zorniges Zischen ging im gellenden Schrei des Mannes unter, der auf dem Tisch festgeschnallt war. Als hätte der grausame Schmerz sein Gehirn erst mit einiger Verspätung erreicht oder er sich im ersten Moment einfach nicht eingestehen wollen, dass ausgerechnet ihm etwas so Unvorstellbares widerfahren sollte, reagierte er mit Verzögerung, dafür aber umso heftiger. Er stieß einen spitzen Schrei aus und bäumte sich so vehement auf, dass die schweren Ledermanschetten ächzten, mit denen er gebunden war. Es war ein sehr kräftiger Mann, ein gutes Stück über 6 Fuß groß und um die 200 Pfund schwer. Obwohl er nackt war und man sehen konnte, dass er sich offensichtlich mehr gehen ließ, als gut sein konnte, verliehen ihm Entsetzen und körperliche Qual ungeheure Kraft. Aber seine Fesseln waren so überdimensioniert, dass sie selbst dem Wüten eines weit stärkeren standgehalten hätten. Der Mann, der sie angebracht hatte, wusste nur zu gut, wozu Todesangst und Agonie einen Menschen befähigen konnten. Der Bärtige fuhr sich abermals mit dem Handrücken durch das Gesicht, fluchte ungehemmt, als er den frischen Schnitt berührte und riss das Beil in die Höhe. Pure Mordlust mischte sich in den Schmerz in seinen Augen. »Peitzel!« Die Stimme war nicht einmal besonders laut, aber so scharf wie das Knallen einer Peitsche, und das Schlachterbeil, das diesmal auf das Gesicht des Mannes zielte, erstarrte mitten in der Bewegung. Für einen kurzen Moment erschien noch etwas anderes in den Augen des Schlächters, etwas, das schlimmer war als pure Mordlust und sich nicht nur auf sein Opfer richtete, sondern auch den Mann auf der anderen Seite der Folterbank. »Gedulden Sie sich, Sie Narr«, sagte dieser ungerührt. Er war ein gutes Stück kleiner als Peitzel, schmächtig und hatte ein ebenso gut aussehendes wie sanftes Gesicht. Er zeigte sich jedoch weder von Peitzels Größe
noch von seiner brutalen Ausstrahlung auch nur im geringsten beeindruckt. Seine Stimme wurde ganz im Gegenteil sogar noch schärfer. Und nehmen Sie das Beil herunter, Sie Dummkopf, Sie machen sich lächerlich. Peitzel, dessen Name nicht wirklich so lautete, für jedermann in diesem Land aber derart unaussprechlich war, dass er sich niemals gegen diese Verballhornung gewehrt hatte, funkelte sein Gegenüber noch eine Sekunde lang auf dieselbe bedrohliche Weise an, doch dann erlosch das kalte Feuer in seinen Augen. Er ließ das Beil sinken und Trotz löste die Mordlust auf seinem Gesicht ab. »Bringen Sie ihn zum Schweigen, Sie Dummkopf«, sagte der kleinere Mann, wohl wissend, dass seine Worte hoffnungslos im Kreischen seines gepeinigten Opfers untergehen musste. »Aber geben Sie Acht, dass Sie ihn nicht noch mehr verletzen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr er auf dem Absatz herum, ging hinaus und kam mit einem abgewetzten, braunen Arztkoffer in der Hand wieder zurück. Der gequälte Mann auf dem Tisch wehrte sich noch immer, doch selbst ohne die Fesseln hätte er wohl keine Chance gegen Peitzel gehabt, der zwar nicht einmal außergewöhnlich muskulös wirkte, aber von jener drahtig zähen Art war, hinter der sich oft mehr Kraft verbirgt als reine Muskelmasse. Peitzel drückte ihn mit nur einer Hand und schon fast verächtlicher Beiläufigkeit auf den Tisch zurück. Mit der anderen hielt er ihm Mund und Nase zu, so dass aus seinen Schreien ein Wimmern wurde. »Fassen Sie auf, dass er noch Luft bekommt«, sagte der Mann mit dem Arztkoffer. »Tot nutzt uns Mr. Porter überhaupt nichts. Und Sie wollen das alles hier doch nicht umsonst auf sich genommen haben, oder?« Peitzel sah ganz so aus, als wäre es ihm schon Lohn genug, sein Opfer qualvoll unter seinen Händen ersticken zu sehen. Doch dann zog er widerwillig die Hand zurück, senkte sie jedoch auch sofort wieder auf Mund und Nase des gefesselten Mannes, als er schreien wollte. Nach ein paar Augenblicken hob er die Hand wieder und sein Opfer hatte verstanden. Porter presste die Zähne so fest zusammen, dass die Sehnen in seinem Hals wie dünne Stricke unter der Haut sichtbar wurden. Doch statt eines Schreis kam nur ein gequältes Schluchzen über seine Lippen. »Ich hatte gehofft, dass Sie vernünftig sind, Mr. Porter«, sagte der Mann. In seiner ganzen Art wirkte er gepflegter und irgendwie, ja, zivilisierter als Peitzel, eine Beobachtung, die sich einem in Gegenwart des schlaksigen Riesen mit seinen groben Zügen und den schwieligen Händen geradezu aufdrängte, vor allem jetzt mit Mordlust in den Händen und blutverschmiertem Gesicht. »Ich bin wirklich froh, dass wir auf drastische Maßnahmen verzichten können. Mein Assistent neigt manchmal zu etwas groben Umgangsformen, aber das haben Sie ja bereits bemerkt, nicht wahr?« Der Mann schüttelte betrübt den Kopf. »Ich würde es wirklich ungern ihm überlassen, Sie zum Schweigen zu bringen.« »Damit kommen Sie nicht durch«, stieß Porter zwischen zusammengebissenen Zähnen und mit einer Stimme hervor, die vor Angst und Schrecken fast brach. »Sie werden den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen, das schwöre ich Ihnen, Mudgett.« »Halten Sie das für klug, Mr. Porter?«, fragte Mudgett und schüttelte betrübt den Kopf. Eine Sekunde lang sah er auf die verstümmelte Hand des Mannes hinab. Er hatte sie inzwischen zur Faust geballt, so dass die Wunden nicht mehr ganz so heftig bluteten. »Gestatten Sie mir, dass ich mich um Ihre Hand kümmere, Mr. Porter? Ich möchte nicht, dass Sie uns am Ende noch verbluten. Das ist zwar eher unwahrscheinlich, aber ich will sicher gehen.« »Und bei dieser Gelegenheit möchte ich mich natürlich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Wie gesagt, Mr. Peitzel ist manchmal ein wenig übereifrig.« Ohne die Antwort abgewartet zu haben, klappte er den Arztkoffer auf und förderte eine Anzahl altmodisch aussehender chirurgischer Instrumente sowie eine Rolle Verbandstoff hervor. Mit erstaunlicher Effizienz brachte er die Blutung zum Stillstand und verband die Fingerstümpfe. »Bitte verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Es ist eine Weile her, dass ich als Arzt gearbeitet habe und meine damaligen Patienten waren, wie soll ich sagen, ein wenig duldsamer.« »Sie verdammter Mistkerl«, stöhnte Porter. »Das werden Sie bereuen.« Sein Gesicht war bleich und mit Schweiß bedeckt. Rosa gefärbter Speichel lief aus seinem Mundwinkel. Wahrscheinlich hatte er sich in seinem Schmerz auf die Zunge gebissen. »Ich frage gerne noch einmal«, sagte Mudgett lächelnd. »Halten Sie es wirklich für klug, so zu reagieren? Immerhin haben wir Sie gewaltsam hierher geschafft, Sie gefesselt und Ihnen sehr wehgetan. Und auch wenn ich Ihnen versichere, dass es nicht in meiner Absicht lag, Ihnen bleibenden Schaden zuzufügen oder Sie gar zu verstümmeln, so ist es dennoch nicht besonders umsichtig, jemanden mit Repressalien zu drohen, der schon bewiesen hat, wozu er bereit ist, wenn er es muss.« Porter presste nur die Lippen aufeinander und sein Kopf sank auf den Tisch zurück. Mudgett konnte nicht sagen, ob er diese Drohung wirklich begriffen hatte, und es spielte auch keine Rolle. Nicht für Porter,
für den nichts mehr eine Rolle spielte. »Ja, ich dachte mir, dass Sie vernünftig sind«, sagte Matschett fröhlich, bekam keine Antwort und hatte auch keine erwartet. Pedantisch kontrollierte er noch einmal den Verband an Porters Hand, klappte den Arztkoffer zu und ging um den Tisch herum. Er sagte nichts, sondern stellte die Tasche neben Porters anderer Schulter ab und wartete, bis der Mann den Kopf drehte und wieder zu ihm hochsah. »Was wollen Sie, Matschett?«, fragte er. »Geld? Oder bereitet es Ihnen einfach nur Vergnügen, anständige Menschen zu quälen und zu erniedrigen?« »Geld? Was denn sonst?«, bekannte Matschett rundheraus. »Aber keine Angst, nicht so viel, dass es so ruinieren würde.« Porter starrte ihn weiter hasserfüllt an, doch Matschett entging keineswegs, wie rasch er sich bereits wieder erholte. Für einen mehr als nur leicht übergewichtigen Mann, der die 50 hinter sich gelassen hatte und sowohl dem Sherry als auch dem Zigarrenrauchen weit mehr zugetan war, als für irgendjemanden gut sein konnte, war er von erstaunlich robuster Konstitution, dachte Matschett. Ein Gefühl wohliger Vorfreude durchströmte ihn. Er würde lange durchhalten, sehr lange. Matschett ließ das Schweigen dauern, bis es ganz sicher die Grenze zwischen unangenehm und drohend überschritten hatte und griff dann wieder nach dem Arztkoffer. Nicht ohne ein wohltuendes Prickeln, das ihm wie Ameisen den Rücken herunterlief, registrierte er, wie Porters Blick jeder seiner Bewegungen aufmerksam folgte, als er die Tasche wieder aufklappte. Diesmal zog er jedoch kein weiteres Folterinstrument heraus, sondern einen schmalen Briefumschlag, dem er ein einzelnes Blatt entnahm. Das hier ist ein Wechsel über $5,000, gezogen auf eine kleine Importfirma, die einer Person meines Vertrauens gehört und datiert auf den 10. des kommenden Monats. Einen Tag, an dem Sie längst wieder zu Hause und im Kreise Ihrer Familie sein werden, wenn Sie vernünftig sind und diesen Wechsel unterzeichnen. »Und warum sollte ich das tun?«, schnaubte Porter. »Sie bringen mich doch sowieso um, sobald ich dieses Stück Papier unterschrieben habe, Sie Wahnsinniger.« »Zum einen deshalb.« Matschett machte eine kaum sichtbare Geste, woraufhin Peitzel Porters verbundene Hand ergriff und ihm auch noch den Zeigefinger brach. Es klang wie das Splittern eines trockenen Zweiges, doch der Laut ging beinahe sofort in Porters gepeinigtem Kreischen unter. Peitzel machte Anstalten, ihm erneut den Mund zuzuhalten, doch dieses Mal hielt Matschett ihn mit einem strengen Blick zurück und wartete, bis aus den Schreien wieder ein wimmerndes Schluchzen geworden war. »Zum anderen habe ich nicht vor, Sie zu töten«, fuhr er dann fort, als wäre gar nichts gewesen. »Ich bitte Sie. Ein Mord ist nicht nur eine hässliche Sache und eine Todsünde, er sorgt auch für große Aufregung und allgemeines Rätselraten. Die Leute stellen Fragen und die Polizei fängt an, noch mehr Fragen zu stellen und das Unterste nach oben zu kehren.« Er schüttelte heftig den Kopf. »Nein, daran kann keinem von uns gelegen sein, nicht wahr? Unterschreiben Sie den Wechsel und Sie können gehen. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, was immer das wert ist.« »Jetzt werden Sie verletzend«, sagte Matschett schmollend. »Wenn Sie schon an meiner Ehrlichkeit zweifeln, dann bitte nicht auch an meiner Intelligenz. Warum sollte ich denn für eine derart geringe Summe das Risiko einer polizeilichen Ermittlung in Kauf nehmen? Niemand weiß, dass Sie hier sind. Ich könnte Sie einfach verschwinden lassen, das ist richtig. Aber es wäre dumm und es wäre Verschwendung. Beides ist mir zutiefst zuwider. Und ich nehme mir die Freiheit, Ihre nächste Frage auch schon vorwegzunehmen, bevor Sie sie stellen. Ich hege keineswegs die Befürchtung, Sie könnten zur Polizei gehen oder andere Maßnahmen gegen mich ergreifen, sobald ich Sie freigelassen habe.« »Ach nein«, presste Porter hervor, »und warum nicht?« »Angst, mein Lieber«, erwiderte Matschett. »Sie ist ein mächtiger Verbündeter, umso mehr, wenn sie sich mit der Vernunft zusammentut. Ganz ohne Zweifel wäre es Ihnen ein leichtes, mich verhaften und ins Gefängnis werfen zu lassen, aber was dann? Vergessen Sie nicht, ich kenne Ihre Frau, Ihre beiden Töchter und auch ihre entzückenden Enkelkinder. Ich persönlich verabscheue Gewalt, aber wie Sie ja bereits herausgefunden haben, gilt das nicht für Mr. Peitzel. Ganz im Gegenteil fürchte ich, dass er sogar ein gewisses Vergnügen dabei empfindet, Menschen zu quälen. Sie möchten doch bestimmt nicht, dass er Ihrer Familie eines Nachts einen Besuch abstattet oder dass es einer seiner zahllosen Freunde tut. Also werden Sie diesen Wechsel unterschreiben, und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass niemandem aus Ihrer Familie auch nur ein Haar gekrümmt wird.« Porter starrte ihn nur weiter an. Auf seiner Stirn perlte immer noch Schweiß, und nun, da der Schock der Verletzung allmählich nachließ, begann er am ganzen Leib zu zittern. Doch trotz aller Schmerzen und Angst waren seine Augen jetzt klar, und Matschett konnte spüren, wie seine Gedanken rasten. Er zog einen schweren Füllhalter aus der Innentasche seiner Jacke, schraubte die Kappe ab und legte ihn neben Porters unverletzter Hand auf den Tisch.
Mr. Peitzel wird Ihre Hand jetzt losmachen, sagte er. Versuchen Sie nicht, etwas Dummes zu tun. Unterzeichnen Sie diesen Wechsel und Sie können gehen. Mr. Peitzel wird Sie zu einem Arzt bringen. Einem richtigen Arzt, meinen Sie? Mudgett lächelte nur. Porter schenkte ihm noch einen trotzigen Blick, nickte aber schließlich und Peitzel machte seine Hand los. Kaum hatte er es getan, da ballte Porter sie auch schon zur Faust. Wäre Peitzel ein nicht derart brutaler Riese gewesen, dann hätte er sie ihm vermutlich ungeachtet seiner Lage ins Gesicht geschlagen. Doch Mudgett hatte recht. Angst und Vernunft waren mächtige Verbündete. Machte ihm das eine doch klar, wie aussichtslos jeder Widerstand sein musste, und das andere, was Peitzel ihm und seiner Familie antun würde, wenn er ihm einen Vorwand lieferte. Nach abermaligem Zögern nahm er den Stift und setzte seine Unterschrift auf den Wechsel. »Das war doch gar nicht so schwer«, sagte Mudgett fröhlich. Bedächtig nahm er Papier und Schreibgerät wieder an sich, steckte beides ein und gab seinem Gehilfen einen Wink, auf den hin dieser Porters Hand packte und erneut mit der Ledermanschette festband. »Ich wusste, dass man Ihnen nicht trauen kann«, sagte Porter. Aber, tadelte Mudgett. »Machen Sie sich keine Sorgen. Ich will nur sicher gehen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun und ich auch Ihre volle Aufmerksamkeit habe.« »Damit kommen Sie nicht durch«, widersprach Porter, der erneut mit den Zähnen knirschte, mittlerweile aber wohl eher vor Wut. »Eine solche Summe ist durchaus belegbar«, fiel ihm Mudgett ins Wort. »Ich versichere Ihnen, dass man die entsprechenden Rechnungen ebenso vorlegen wird, wie die dazugehörigen Lieferscheine und Quittungen über eine Warensendung an einer Ihrer Firmen.« »Ich sorge dafür, dass Sie nicht glücklich damit werden«, versprach Porter, was vielleicht nicht besonders klug war, aber er konnte wohl nicht anders. »Ich weiß noch nicht wie, aber ich sorge dafür, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.« »Kaum«, sagte Mudgett. »Und noch etwas«, er warf Peitzel einen auffordernden Blick zu, »ich habe gelogen.« »Was«, begann Porter, doch Peitzel versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, der Blut spritzen ließ. Porter heulte vor Schmerz und begann zu würgen, und Mudgett trat rasch hinzu und drehte seinen Kopf auf die Seite. »Jetzt geben Sie doch Acht«, sagte er tadelnd. »Wir wollen doch nicht, dass der gute Mr. Porter erstickt.« Nach einer Sekunde und mit einem schmallippigen Lächeln fügte er hinzu, »wenigstens jetzt noch nicht.« Porter versuchte etwas zu sagen und gab stattdessen ein würgendes Schluchzen von sich, als Mudgett mit spitzen Fingern über sein Gesicht zu tasten begann. »Sie Dummkopf«, schimpfte er, »Sie haben ihm den Kiefer gebrochen. Das kostet Sie $50, das ist Ihnen doch klar. Für beschädigte Ware bekomme ich kein Geld.« Porter wimmerte irgendetwas und versuchte, sich aufzubäumen, doch Peitzel drückte ihn ohne Mühe wieder zurück. Wenn man genau hinsah, dann war es kein Tisch, auf dem er lag, sondern ein gewaltiger Quader aus Holz, wie der ins Absurde vergrößerte Hackklotz eines Fleischers oder ein barbarischer Opferaltar. Seine Oberfläche war von zahllosen Schnitten und Kerben übersät und seine ursprüngliche Farbe nur noch an den Seiten zu erkennen, wo das Holz noch nicht völlig schwarz geworden war vom Blut und anderen Körperflüssigkeiten seiner zahllosen Opfer. Es kam Mudgett sonderbar vor, dass Porter auch nur eine einzige Sekunde lang wirklich geglaubt haben sollte, er könnte diesen Raum noch einmal lebend verlassen angesichts der klebrigen schwarzen Monstrosität, auf der er aufgewacht war. Andererseits wusste er aber auch, dass Angst ein mächtiges Instrument war, das selbst die Vernünftigsten dazu brachte, sich an die unvernünftigsten Hoffnungen zu klammern. »Aber ich wollte doch nur«, begann Peitzel, wurde jedoch sofort und in scharfen Ton unterbrochen. »Sie sollten ihn erschrecken, Mr. Peitzel, aber Sie haben sich hinreißen lassen und Sie haben die Beherrschung verloren. Das ist unverzeihlich. Disziplin und ein gewisses Maß an Umsicht sind unverzichtbare Tugenden bei dem, was wir tun. Ich habe wenig Lust, Ihretwegen am Galgen zu enden, ebenso wenig wie Sie, nehme ich doch an.« Peitzel sah jetzt eher betroffen als zornig aus, auch wenn da immer noch ein gerütteltes Maß an Trotz in seinen dunklen Augen war. Aber schließlich senkte er den Blick und tastete mit den Fingerspitzen über den Schnitt in seiner Wange, der immer noch blutete. »Sie müssen vorsichtiger sein«, sagte Mudgett. »Ein solcher Kratzer kann sich wirklich übel entzünden. Sie wollen doch kein Fieber bekommen oder für den Rest Ihres Lebens eine Narbe zurückbehalten.« Er streckte die Hand nach dem Arztkoffer auf. »Ich werde die Wunde säubern und vielleicht muss sie sogar genäht werden.« »Später«, sagte Peitzel, »wenn wir hier fertig sind.« Mudgett hob die Schultern und sparte es sich, Peitzel noch einmal zu warnen. Seine Worte waren durchaus ernst gemeint gewesen, doch er wusste auch, dass jeder weitere Versuch, ihm ins Gewissen zu reden, bloß verschwendeter Atem gewesen wäre. Wenn Peitzel eines nicht war, dann vernünftig.
Von allen Gehilfen, die er bisher gehabt hatte, war Peitzel zweifellos der Beste. Und dennoch war er nicht mehr als ein nützliches Werkzeug. Matschett wurde sich schmerzlich der Tatsache bewusst, dass Peitzels Zeit sich dem Ende neigte. Er begann Fehler zu machen und, schlimmer noch, gierig zu werden, so wie alle seine Vorgänger es geworden waren und wie es alle werden würden, die ihm folgten. In der Zeit, in der er jetzt für Matschett arbeitete, hatte er niemals auch nur eine einzige entsprechende Bemerkung gemacht oder sich ihm gar offen widersetzt. Doch ihm waren Peitzels Blicke nicht entgangen, während er all die Nullen auf den Wechsel schrieb. Und auch die abgetrennten Finger waren kein Unfall gewesen, so wenig wie Porters zertrümmerter Kiefer. Er hatte seine Gier nicht mehr unter Kontrolle. Weder die nach weltlichen Gütern noch die nach Blut. Und beides war nicht akzeptabel. Wenn man im Geschäft des Tötens unterwegs war, dann waren Geduld und Selbstbeherrschung unabdingbar. Er würde sich von ihm trennen müssen, dachte Matschett, nicht ohne ein sachtes Bedauern. Vielleicht in einer Woche, vielleicht in einem Monat oder auch erst in einem Jahr, doch er würde sich von ihm trennen. Seltsam, aber der Gedanke erfüllte ihn mit Trauer, was ihn wirklich verwirrte. Auf eine komplizierte Art empfand er fast so etwas wie Sympathie für diesen großen, immer ein wenig linkisch wirkenden Mann. Ihn zu töten, würde ihm kein Vergnügen bereiten. »Ich muss Ihnen den entsprechenden Betrag vom Lohn abhalten, Mr. Peitzel«, sagte Matschett, »aber der Schaden ist nun einmal angerichtet, und wenn Sie schon aus eigener Tasche dafür bezahlen, dann ist es auch nur recht und billig, wenn Sie auch den Nutzen davon haben.« Er nahm seine Tasche vom Tisch und trat demonstrativ einen Schritt zurück. »Ich werde mich dieses Mal auf die Rolle des Zuschauers beschränken.« »Matschett«, flehte Porter, »ich beschwöre Sie, Sie können alles haben, was Sie wollen, aber bitte...« Dann hörte er auf zu flehen und verlegte sich aufs Schreien, als Peitzel sich über ihn beugte. Vielen Dank. Danke. Ja, wie gesagt, bis auf die zwei Fragen dürfen Sie jetzt alle stellen. Wenn sich keiner traut, lese ich weiter, das ist eine Drohung. Viele hat er denn geschafft? Zugegeben und bewiesen hat man ihm 27, vermutet werden zwischen 200 und 400. Das Buch heißt nicht von ungefähr das Mörderhotel. Dieses Hotel gab es tatsächlich und er hat es tatsächlich einzig zu dem Zweck gebaut, Menschen zu entführen, zu erpressen und umzubringen. Er hat ein eigenes Krematorium im Keller. Das mit der beschädigten Ware kommt daher, dass er seine Leichen am Schluss nicht verbuddelt oder verbrannt hat, jedenfalls die meisten nicht, sondern in Säure aufgelöst und die Skelette an Universitäten und Arztpraxen und Museen verkauft. Einige stehen heute noch da. Das ist kein Scherz. Ja, ich war genauso fassungslos wie Sie. Ich hatte mir sogar ernsthaft überlegt, nach Chicago zu fahren und mir das anzugucken. Das Hotel existiert aber nicht mehr. Seltsamerweise ist es ganz kurz nach seiner Verhaftung abgebrannt. Die Stadtväter Chicagos waren wohl damals nicht so stolz auf ihren Sohn. Heute würden sie wahrscheinlich das kleine Mörderhotel Wochenendseminar anbieten oder sowas. Jedenfalls existiert es nicht mehr. Aber so eine kleine Anekdote am Rande. Manchmal hat das Schicksal Sinn für Humor. Englewood, also der Stadtteil von Chicago, Englewood, in dem das Hotel stand, ist heute die Stadt in den ganzen USA mit der höchsten Kriminalitätsrate pro Kopf. Vielleicht treibt ja da noch sein Geist sein Unwesen, keine Ahnung. In wie vielen Jahren hat er die denn alle getötet? Relativ schnell, er war so Mitte, Ende 30, als man ihn dann endlich erwischt hat. Wieder aus so einer kleinen Laune des Schicksals heraus, wegen einem läppischen Versicherungsbetrug von einigen $100. Das kommt davon, wenn man sich dann zu sicher fühlt irgendwann. Kann ich jetzt ruhig erzählen, ich habe ein anderes Ende. Das Einzige, was ich geändert habe, ist tatsächlich eine kleine Episode in der Mitte, da konnte ich nicht widerstehen. Und ich habe auch ein anderes Ende erfunden, weil wie im richtigen Leben war das wirkliche Ende der Geschichte eher langweilig. Also er ist dann aufgeflogen und noch ein paar Jahre kreuz und quer durchs Land gereist. Und ich wollte eben ein knackiges Ende, wie es sich für ein Krimi gehört. Aber die reine Geschichte bis zu diesem Punkt habe ich mich, soweit ich konnte, dran Handgang gehalten. Es gibt nicht allzu viel darüber. Also es gibt zwar, keinen Scherz, in Chicago einen Matschett-Fanclub, die also sich einmal im Monat treffen. Ich weiß nicht, was sie da tun.
Aber die haben so einiges an Material zusammengetragen. Dann gab es einen ehemaligen Profiler vom FBI, glaube ich, der hat das, nachdem er in Pension gegangen ist, sich so zur Aufgabe gemacht, viel über diesen ersten Serienmörder rauszufinden. Ja, wie gesagt, sein Geständnis. Dadurch ist die ganze Geschichte von ein paar Jahren übrigens erst wieder richtig bekannt geworden. Das war fast völlig vergessen. Und dann hat ein Sammler eine Edison-Walze gekauft. Für die, die es nicht wissen, das war der Vorläufer der Schallplatte. Also eine Wachsrolle, auf der man Musik und Stimmen aufnehmen konnte. Sie wurde ungefähr zu dieser Zeit damals vorgestellt auf der Weltausstellung in Chicago, die auch im Jahr 1896 stattfand und auf der auf ein paar Szenen spielen. Und auf dieser Walze war Matschitz Geständnis. Und dann hat er angefangen nachzuforschen und so kam das nach und nach wieder ans Licht. Aber wie gesagt, allzu viel ist nicht bekannt. Was einerseits schade ist, einem Autor natürlich die Sache leichter macht, man kann mir weniger Fehler nachweisen. Was ist eigentlich aus diesem Hermann geworden? Das ist er als Kind. Ja. Er hatte schon früher nette Hobbys, ja. John Wayne Gacy hatte, glaube ich, nur so 16 oder 17 Morde auf seinem Konto. Es gibt wahrscheinlich noch andere in der Größenordnung, aber man hat eben nur diesen einen in dieser Größenordnung. Vor kurzem gab es, glaube ich, in England einen mit 150 oder irgend sowas. Ich bin sicher, es gibt wahrscheinlich mehr. Und es gibt wahrscheinlich auch Massenmörder, die genauso viel, wenn nicht noch mehr Leute auf dem Gewissen haben, aber wenn sie nicht ein gewisses Maß an Intelligenz und Schleue hätten, kämen sie nicht so weit und manche sind vermutlich nie erwischt worden. Ich habe umgekehrt, ich habe natürlich im Zuge dieser Geschichte viel über solche Leute gelesen. Ich verstehe jetzt immer weniger, dass man zum Beispiel Jack the Ripper so, dass er so eine Berühmtheit erreicht hat mit gerade mal im Vergleich läppischen 4 oder 5 Toten. Er hatte eine clevere Strategie, er hat sich ja selbst an die Presse gewandt und Briefe in die Zeitung geschickt und die Polizei auch so ziemlich veralbert. Vielleicht deshalb und vielleicht auch, weil man ihn nicht erwischt hat. Aber was die Größenordnungen angeht, da gab es eine ganze Menge. Ja. Die waren da jetzt aber zu zweit, oder? Das war sein Gehilfe, der hieß auch wirklich so. Er hieß ein bisschen anders, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Geschrieben wird es Pitezel, also wahrscheinlich haben die Amerikaner Epeitzel gesagt. Und es wäre auch unaussprechlich für uns gewesen. Er hatte seinen Gehilfen, der ihm geholfen hat. Ja. Also er hat im Hotel geholfen, seine Kutsche gefahren, die Gäste vom Bahnhof abgeholt, ab und zu einen abgemurkst, was man halt so tut. Ja? Gab es in dem Hotel eigentlich auch normale Hotelzimmer? Ja, natürlich. Es war zum größten Teil ein Hotel, das er aus Anlass der Weltausstellung gebaut hat. Und er hat sich natürlich, also es gab 3 Etagen, 2 davon waren ganz normale Hotels und Hotelzimmer. Und auch in der 3. Etage gab es eigentlich nur 2 Räume. Der eine war eine private Gaskammer. Und in dem anderen, also 2 Räume, mehr Räume gab es schon, aber 2 besondere. In dem anderen gab es eine geheime Klappe im Badezimmer unter der Badewanne, durch die so eine Art Kohlerutsche bis in den Keller führte. Und da hat er seine Opfer dann runter in den Keller expediert. Ansonsten war es ein ganz normales Hotel, das offensichtlich nicht besonders gut gelaufen ist. Deswegen hat er seine Kasse aufgebessert. Dass er übrigens mit seiner Erpressertätigkeit auch finanziert hat. Also angefangen hat er eben als Versicherungsbetrüger mit der an sich naheliegenden Idee, was damals ja noch ging in Zeitaltern vor Computer oder auch vor Personalausweisen mit Bildern. Er hat einfach während seines Medizinstudiums ist er auf die Idee gekommen, Leichen verschwinden zu lassen und dazu die passende Vita zu erfinden, also dann Lebensversicherung abzuschließen und sich hinterher die passende Leiche zu suchen, so rum. Hat funktioniert und irgendwann ist er dann mal einen Schritt weiter gegangen und hat Leute, die wirklich umgebracht deswegen und sich so stückweise hochgearbeitet. Aber das Hotel hat 2 oder 3 Jahre lang hat es gestanden. Ja. Wie gesagt, es ist dann rein zufällig abgebrannt. Ja. Da lief doch erst neulich was Ähnliches im Fernsehen. Es gibt neben dieser BBC-Geschichte gibt es noch eine etwas jüngere Dokumentation vom ZDF. Das Hotel, das man da zeigt, ist nicht das Hotel, das gibt es nicht mehr. Aber sie haben ein Ähnliches gezeigt. Es gibt einige Adaptionen davon, nur die reine Geschichte des Matschitz hat nie einer. Es gab bei, wie heißt diese, Supernatural, glaube ich, diese Serie, gab es auch eine Folge, in der Matschitz als böser Geist mitspielt. Aber es ist, ich verstehe es nicht, warum. Es hat noch nie ein Krimi-Autor sich dieses Themas angenommen.
Ich glaube, Leonardo DiCaprio hat die Filmrechte wohl erworben, aber auch schon vor vielen Jahren, vor 10 oder 15, hat es auch nicht gemacht. Also es gibt zumindest im Deutschen nur zwei Sachbücher. Eins über die Weltausstellung, in der auch ein paar Kapitel über ihn drinstehen und eins, wo die Wertung umgekehrt ist. Aber mir ist jedenfalls kein Buch bekannt. Und was hat Sie daran jetzt am meisten fasziniert? Es gibt ja auch noch ein paar andere Massenmörder. Ja, aber erstens, wenn ich schon mal fremdgehe sozusagen und in einem anderen Gebiet wildere, dann suche ich mir auch den Besten raus. Das ging mir schon das lag vielleicht auch ein bisschen an dem Film, an der Doku. Das ging mir schon beim Betrachten des Filmes so. Das Ganze hat auch so eine ganz bizarre, düstere eigene Atmosphäre. Das liegt auch an der Zeit. Das war, was Markus Heiß gerade schon gesagt hat, das für die 20er Jahre gilt, das gilt das für die 80er, 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. Es war so eine ganz düstere, eigentlich eine Fantasy-Zeit, wenn man so will. Es gab noch die gute alte Zeit. Man darf nicht vergessen, die Leute, die in dem Hotel gewohnt haben, die hätten durchaus noch im amerikanischen Bürgerkrieg kämpfen können. So lange war das noch nicht her. Und Chicago war zwar eine Großstadt, aber wenn sie sich da in eins der ersten Autos geschwungen hätten oder auf dem Pferd hätten sie nach einer halben Tagesreise, wären sie mitten im Wilden Westen gewesen. Also es sind so wirklich zwei grundverschiedene Welten, die aufeinander geprallt sind. Also auf der Weltausstellung, auf der und den folgenden, wurden im Grunde, wenn man jetzt mal die digitalen Sachen, Computer und so rausnehmen, wurde schon alles vorgestellt und gezeigt, was wir heute haben. Unsere ganze moderne Technik war eigentlich schon da, ganz rudimentär, in Anfängen. Es gab Autos, Motorräder, Dampfmaschinen, es gab elektrischen Strom, Glühbirnen, Telefone, es war alles da. Aber in einer Art und Weise, die zum Teil völlig bizarr ist, wenn man sich das heute anguckt, aber funktioniert hat. Und dann ist das wirklich so wie ein Steampunk-Roman im Grunde. Man nimmt sich die ganze moderne Technik und verfremdet sie ein bisschen. Damals wäre das nicht nötig gewesen. Und ich habe auch wirklich Überraschungen erlebt. Vor ein paar Jahren, also ich bin nicht sicher, ob es diese Weltausstellung oder die davor waren, als Alexander Graham Bell das erste Telefon vorgestellt hat. Ich glaube, es war die. Und vor ungefähr 10 Jahren haben Studenten an der TU Berlin das original erste Telefon von Bell genommen und wieder instand gesetzt mit originalen Materialien. Also sie haben nicht etwa einen Chip eingesetzt oder sowas. Haben das hinterher, als es funktionierte, haben es ausgemessen und ob sie es glauben oder nicht, die Frequenzbreite und die Klangqualität ist besser als die eines modernen Smartphones. Gut, das Kabel ist ein bisschen lang, okay. Das gilt auch für Autos. Das erste in Serie produzierte Automobil der Welt war ein belgisches Auto, es war ein Elektroauto. Ja. Und Henry Ford war damals, wusste nicht genau, so 50-50, soll er Benzin-Droschken bauen oder Elektroautos. Wahrscheinlich hatte ihn die Petroleumindustrie dazu überredet. Hätte er damals die andere Wahl getroffen, hätten wir heute die Diskussion nicht. Dann hätten wir wahrscheinlich heute E-Autos, die 1000 Kilometer weit fahren. Und da könnte ich jetzt stundenlang schwadronieren. Das ist eine unglaublich interessante Zeit. Also wen das interessiert, so die Weltausstellungen so Ende des 19. Jahrhunderts, auch die danach in Paris, dagegen ist das, was heute auf der Weltausstellung geboten ist, einfach nur lächerlich. Und eben auch düster, ne? Das ist die Schattenseite. Also das war nicht Matschet alleine, aber allein während der Weltausstellung, die, glaube ich, 3, 4 Monate gedauert hat, bis sie abgebrannt ist übrigens. Sie hat man nicht etwa abgebaut, es gab ein Riesenfeuer. In der Zeit sind Hunderte von Menschen verschwunden in Chicago. Also nicht nur junge Frauen und dicke Geschäftsleute, sondern querbeet. Er hat sicherlich nicht alle Matschet umgebracht, aber es war eben auch eine gefährliche Zeit. Ja, man konnte ihn. Es gab zum Beispiel die erste elektrische Tram, die fuhr auch da zur Weltausstellung. Und die war so gefährlich, dass man irgendwie jeden Tag 2, 3 Leute von den Schienen gekratzt hat, die tödliche Stromschläge bekommen haben. Aber damals, ja, da waren Menschenleben halt nicht ganz so viel wert. Also da war man etwas entspannter bei solchen Sachen. Man hat Matschet im Endeffekt ja auch nicht wegen seiner Morde zwar verurteilt, aber nicht gekriegt, sondern wegen Versicherungsbetrug. Wenn es ums Geld geht, haben die Leute immer schon etwas anders hingeguckt. Wie Al Capone. Naja, Matschet war da noch eine Spur härter drauf. Der hat ja 23 oder 27 Morde, da streiten sich die Gelehrten zugegeben. Aber er war der Meinung, ihm könnte nichts passieren. Er hat also noch aus dem Gefängnis heraus Zeitungsinterviews gegeben und seine Memoiren geschrieben sozusagen, weil er glaubte, er wäre unantastbar. Man hat ja nie eine Leiche gefunden. Und auch damals galt schon, ohne Leiche wird es schwierig. Aber irgendwie haben sie es dann doch hingekriegt.
Würden Sie so etwas auch in einen Fantasy-Roman einbauen? Weiß ich nicht. Also ich habe da ohnehin Überraschungen erlebt. Also das war jetzt, wie ich dachte, eine eher harmlose Szene. Es kommen ganz andere, keine Sorge. Und ich dachte, ich würde dann auch angefeindet von wegen Gewalt und dies und das. Die einzigen zwei, drei Beschwerden, aber die kamen relativ schnell, waren genau über die erste Szene, die mit dem abgeschnittenen Finger, die offensichtlich den vielen Lesern viel näher geht als andere, in denen Leute dann in Säure getunkt werden oder sonst was. Vielleicht, weil man es nachempfinden kann. Also jemand lebendig zu häuten, naja, das sieht man in jedem dritten Zombie-Film. Das kratzt mich ehrlich gesagt nicht, dann beiß ich immer noch in mein Wurstbrot dabei. Aber wenn ich sehe, wie sich einer den Fingernagel abreißt, dann tut mir das selber weh. Vielleicht ist das der Effekt. Arbeiten Sie schon an etwas Neuem? Ja, ich schreibe gerade an einer weiteren Fortsetzung der Chronik der Unsterblichen. Mein Verleger denkt, dass ich wäre schon fertig, also nicht verraten. Termine sind zum Überziehen da, ja. Ja, Verleger sind auch komische Leute. Manche glauben wirklich, die müssten das Manuskript vor dem Drucktermin haben. Also das ist Ideen. Nein, es wird im Herbst erscheinen, also ich bin sozusagen am Schluss, klar. Und dann sehe ich weiter. Ich plane eigentlich selten viel im Voraus. Also ich lass mich da einfach auch, wie eben zum Beispiel hier, auch vom Zufall inspirieren und schau da mal weiter. Ja, ich habe so zwei, drei Ideen, aber was genau das wird, weiß ich selber noch nicht. Also es ist nicht so, dass das ein großes Geheimnis wäre. Ich weiß es noch nicht. Wie lange dauert es eigentlich, so ein dickes Buch zu schreiben? Also das jetzt hier hat relativ lang gedauert, aber ich habe auch nicht in einem Rutsch dann geschrieben. Ich habe es wirklich so nach einem Viertel oder einem Drittel liegen lassen und dann mal wieder was anderes gemacht. Ich kann nur schätzen, vielleicht ein halbes Jahr zusammengerechnet. Gebraucht habe ich 2 Jahre, aber ich habe nicht 2 Jahre daran gearbeitet. Lesen Sie selber zur Unterhaltung noch und wenn ja, was? Ja, sehr, sehr viel. Also auch ich weiß nicht, ob er noch hier irgendwo rumsitzt. Das letzte, was ich gelesen habe, war tatsächlich von Markus Heitz Ära. Ich habe ihm auch gerade ein Kompliment gemacht. Ganz ehrlich, ich lese normalerweise seine Bücher selten, ne? Weil die Zeiten, in denen ich so die klassische Fantasy über Zwerge und Elfen geschrieben oder auch gelesen habe, die sind schon länger vorbei. Also da ändert sich auch die Interessen. Ich weiß, dass er gut schreiben kann. Ich habe auch ein paar Kurzgeschichten von ihm gelesen. Und in Ära habe ich reingeguckt und nicht wieder aufgehört. Ich fand's toll. Also ich verrate jetzt nicht so viel. Ich weiß nicht, wie viel er verraten hat. Ich bin dann rausgegangen. Aber es ist total schräg und abgefahren. Es lohnt sich. Wie kam es eigentlich zustande, dass Sie mit Ihrer Frau zusammen Bücher geschrieben haben? Ach, das hat eine ganz witzige Vorgeschichte. Am Anfang habe ich tatsächlich solche Sachen geschrieben. Also eher Gruselgeschichten oder auch Actionromane. Und meine Frau hat sich, oder beziehungsweise meine Frau hat diese Sachen nie gelesen. Was mich nicht wirklich begeistert hat, wie Sie sich denken können. Und ich habe mich dann natürlich auch mal mehrmals beschwert. Und irgendwann sagte sie dann, dann schreib doch mal was, was mich interessieren würde und nicht immer diesen Geisterkram. Darauf kann man ja nur antworten. Und was wäre das? Und erzählte sie mir eine Geschichte, die sie sich ausgedacht hat und den passenden Titel. Ich fand beides ehrlich gesagt nicht so toll. Aber irgendwie hat es mich auch nicht losgelassen. Ich glaube, am selben Abend angefangen, so die ersten Szenen zu schreiben. Habe sie am nächsten Morgen gezeigt, nachdem wir aufgehört haben, uns zu streiten. Überlegt, wie können wir denn was draus machen, was uns beiden gefällt. Und das Ganze ging so hin und her mehrere Monate und dann war das Buch fertig. Ja. Es hatte dann nicht mehr viel mit der Grundidee zu tun, wie sehr oft. Das geht mir aber bei meinen eigenen Geschichten auch so. Also natürlich, wenn ich sowas wie das Mörderhotel schreibe, muss ich mich schon an die Wirklichkeit halten. Aber meistens habe ich eine vage Idee, worum es geht, 1, 2 Szenen vielleicht im Kopf und vielleicht sogar noch das Ende. Und dann schreibe ich einfach drauf los und lasse die Geschichte sich entwickeln. Und ich finde, das sind die lebendigsten Geschichten. Wie stehen Sie eigentlich zum Steampunk-Genre? Also ich lese es gerne, ich sehe auch gerne entsprechende Filme. Es ist aber leider so, dass wenn Steampunk draufsteht, dann ist das eigentlich schon ein garantierter Flop. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt ganz tolle Bücher, ganz tolle Filme, aber die Bücher laufen einfach nicht. Wenn das nicht draufsteht, ist okay. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist halt so. Vielleicht, weil außerhalb der Szene, außerhalb der Fanszene, keiner weiß, was es ist. Ja? Als ich jung war, hieß es immer: Kind, lies doch was Vernünftiges.
Wie ist das mit Fantasy aus Ihrer Sicht heute? Also ich habe einmal erlebt, dass ich zu einer Buchhandlung kam, die mich zu einer Lesung eingeladen haben. Und der Buchhändler hat mich mit den Worten begrüßt: Ja, wenn ich gewusst hätte, was Sie da schreiben, hätte ich Sie gar nicht geholt. Das ist in 30 Jahren, die ich jetzt im Grunde jeden Monat mindestens 2 Lesungen mache, manchmal 3, ein einziges Mal passiert. Ich war auch ungefähr 3 Sekunden versucht, kehrt zu machen, aber da saßen eben Leute und haben auf mich gewartet, das kann man nicht machen, klar. Nein, aber diese Vorurteile, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, dass ich so die jetzt so um die 60-Jährigen, wir sind ja die erste Generation, die damit aufgewachsen ist, mit fantastischer Literatur, Fantasy. Man nannte es damals noch nicht so, das Wort gab es eben mit der Bedeutung nicht. Aber mittlerweile, mir ging es eben in der Schule so, also ich bin auch mehr mit Science Fiction wach geworden. Groß geworden, nicht wach geworden. Aber wenn ich in der Pause mein Periodenheftchen gelesen habe, dann wurde mir das tatsächlich vom Lehrer weggenommen. Also, sowas lesen wir hier nicht. Ich glaube, heute kann sich auch jeder Germanistikstudent sein Stephen King oder hoffentlich auch Holbein oder Heinz aufs Pult legen. Da wird der Dozent höchstens fragen, ob er es mal geliehen haben kann. Also die Fantastik hat sich einfach ihren Platz erobert, auch in den Köpfen der Leute. Ich finde das immer ganz nett, wie viel Fantastik überall drin ist. Also gut, bei James-Bond-Filmen, das sind ja im Grunde alles getarnte Science-Fiction-Filme, wenn man genau ist. Aber so mein Lieblingsbeispiel, es gab vor ein paar Jahren, vor 3-4 Jahren, gab es einen Krimi, einen Tatort, in dem der Kommissar den Fall im Traum gelöst hat, weil er nämlich Visionen hatte. Ja? Der Film war nicht besonders gut, fand ich. Aber das lag aber nicht an diesem Detail, sondern an anderen Dingen. Das wäre vor 20 Jahren völlig unvorstellbar gewesen. Also hätte man den Drehbuchautor gefragt, ob er irgendwie den Schuss nicht gehört hat, ne? Wäre auch keiner auf die Idee gekommen. Und solche Sachen, die schleichen sich halt immer mehr und mehr ein. Also in jedem zweiten Thriller werden technische Dinge gezeigt, die es gar nicht gibt. Aber man will sie kennen. Man akzeptiert das, weil man eben... Es passt zur Geschichte und dann ist es okay. Also dieses so Sachen, die es gar nicht gibt, diese Sprüche kenne ich auch noch, ja, aber das ist lange vorbei. So, jetzt werde ich aber schon böse angeguckt. Ich glaube, wir müssen gleich Schluss machen. Es gibt, glaube ich, in der Viertelstunde draußen einen anderen Programmpunkt. Ich bin aber noch hier, wenn jemand ein Autogramm oder eine Signatur oder noch eine Frage stellen möchte, können wir das gerne noch machen. Ich setze mich dann nur da am Tisch, das ist zum Signieren einfacher. Und ansonsten bin ich auch danach noch ein bisschen da und draußen und tue was gegen meine Gesundheit. Ihr könnt also gerne noch kommen. Danke.